Man kann wahrlich viele Stichworte, liebe Schwestern und Brüder, aus dieser Lesung des Buches Tobit herauslesen. Ein Wort, das besonders häufig vorkommt, ist das der Barmherzigkeit. Vielleicht sollten wir aber eine besondere Aufmerksamkeit auch darauf haben, in Zeiten, wo Religion zunehmend als eine große politische Agenda bewusst allein zur Privatsache erklärt. Wenn ich Christ bin oder einer anderen Religion angehöre, okay, das darf man ja gerade noch so sein, das wird möglicherweise noch toleriert, aber bitte im privaten Raum. Die Botschaft hier am Ende des Tobit-Buches ist eine genau entgegengesetzte Anwendung. Wenn Raphael spricht, das Geheimnis eines Königs muss man wahren, die Taten Gottes aber muss man offen verkünden. Und das wird gesagt in einem Raum, da dieser Tobit mit seiner Familie in der Diaspora lebt, also unter Fremdherrschaft, dort, wo es gerade nicht von gläubigen Juden wimmelt, sondern wo man in der Minderheit ist. Die Taten Gottes aber muss man offen verkünden. Und das, was Tobit lebt mit seiner Familie, ist eine offene Verkündigung. Und erst dort kommt das Stichwort der Barmherzigkeit wieder ins Spiel. Barmherzigkeit ist nie sozusagen das Sahnehäubchen für ein irgendwie geartetes Gutmenschen, sondern sie muss eine Erdung haben. Und das ist genannt. Und vielleicht sind wir überrascht, wenn wir den klassischen Index des christlichen Lebens hier finden. Gebet, Fasten, Barmherzigkeit oder Almosen. Ein ganz klassischer Leitfaden. Wenn wir heute so viel über die Barmherzigkeit sprechen, dann habe ich zunehmend den Eindruck, das hängt in der Luft. Es ist gut, nicht nur darüber zu sprechen, sondern sie zu tun. Wer wollte das bestreiten? Das ist ein Urbestand des Evangeliums, der ganzen Heiligen Schrift. Aber sie hat Voraussetzungen. Und wir können uns nicht einfach von den Voraussetzungen dispensieren und meinen, wir hätten damit genug zu tun, wenn wir überall jetzt plakatieren, wir müssen barmherzig sein. Gebet, Fasten, Barmherzigkeit. Diese Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Der alte Tobit, seine Frau, sein Sohn, seine Schwiegertochter, sie wussten das. Und es wird ihnen am Ende dieses glücklichen Ausgangs noch einmal von Raphael ausdrücklich eingeschrieben. Ob wir diese Lektion lernen? Wie gehen wir damit um, wenn uns etwas Gutes widerfahren ist nach großer Not? Wir haben dann das kleine, oft dieses kleine, private, wenn auch religiöse Glück. Das ist nichts. Das ist Undankbarkeit gegenüber Gott. Von den Taten Gottes muss man offen sprechen.